Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir die Mittelwertfunktion in Google Sheets vorstellen. Viel Spaß! Mit der Mittelwertfunktion in Google Sheets kannst du den Durchschnitt einer Zahlenreihe oder eines Datenbereichs ausrechnen lassen. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn du beispielsweise deine Noten verrechnen möchtest oder wenn du ausrechnen lassen möchtest, was du im Durchschnitt ausgegeben hast, etc. Ich habe hier mal wieder die Tabelle mit den Spielen und den Gruppen genommen und auch mal ein paar Beispielspalten gemacht, um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar habe ich hier jetzt eine Spalte mit jeweils nur 1, 2, 1, 2, 1, 2 als Ergebnisse. Und dann kannst du hier einfach die Funktion ist gleich Mittelwert auswählen bzw. eintippen, machst die Klammer auf und dann wird ein Bereich ausgewählt. In unserem Fall jetzt B13 bis B16. Du machst die Klammer zu und drückst dann Enter und er gibt dir dann aus 1,5, was eben genau der Durchschnitt ist, wenn du das hier alles aufaddierst und entsprechend durch die Anzahl dividieren würdest. Genau das gleiche können wir auch mit der Zeile daneben machen. Das heißt, wir drücken wieder ist gleich, Mittelwert, Klammer auf. Er schlägt uns jetzt hier sogar schon den Bereich eigentlich vor. Wir wählen den aus und drücken Klammer zu und Enter und er gibt aus 75, was eben immer genau der Durchschnitt von dieser Zahlenreihe ist. Das funktioniert natürlich auch mit größeren Zahlen und wir können da die Funktion wiederverwenden und hier schlägt er uns auch schon vor, das für den dementsprechenden nächsten Bereich zu machen. Und dann drücken wir Enter und er gibt eben aus diese, ja, krumme Zahl. Ob das so stimmt, können wir natürlich nicht überprüfen. Wir müssen da der Berechnung betrauen, aber die wird sicherlich stimmen. Wir können dann auch natürlich hier die Kommastellen verändern. Das heißt, wir können hier die Anzahl der Dezimalstellen erhöhen. Dabei wird natürlich das Feld jetzt nicht ausreichen, aber das können wir machen. Ist gar kein Problem. Und somit könnt ihr den Mittelwert eines Datenbereichs ausrechnen lassen. Ihr könnt da natürlich auch ist gleich Mittelwert verwenden und könnt dann nicht, ihr müsst nicht nur eine Zeile oder eine Spalte nehmen, ihr könnt natürlich auch hier über diesen ganzen Bereich gehen und die Klammer schließen und der berechnet euch den Mittelwert. Und das können wir auch überprüfen, dass sich das natürlich aktualisiert, wenn ich jetzt hier oben in dem Feld mal eine, ja, Zahl mit vielen Nullen eintippe, dass dann hier der Durchschnitt und natürlich auch darüber extrem ansteigt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Hast du Fragen oder einen Videovorschlag, schreib ihn in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal. Hab noch einen schönen Tag. Ciao.